Trari, trarö, tra, tralala, da ist der Elefant schon wieder da. Ja, liebe Leute, da bin ich wieder. Gar nicht lange schnacken, Bossfight machen. Ich habe mich ein bisschen erholt und jetzt soll das ja wohl möglich sein, dem komischen Phantom endlich auf die Nase zu geben. Jawohl, so sieht's nämlich aus, Tembo. Hurra! Oh fuck, das war schon wieder dumm. Ah, ich habe nicht runtergedasht. Ich habe anscheinend schon wieder die ersten wichtigen Dinge vergessen. Ja. Ach, kann ich gerade nicht skippen. Darf ich nicht. Durfte ich gestern. Mensch. Dann gucken wir uns nochmal den bösen Bösewicht an. Posing ist wichtig. Ich sehe jetzt erst, dass das eine so ein geiles Kettchen ist, was er da hat. Mal sehen, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Fängt natürlich gut damit an, das Feuer lassen wir mal Feuer sein. Oh, das war nicht so ganz clever jetzt. Ja, das war nicht so ganz clever. Da hätte ich auch wieder machen können. Hui. In dem Falle machen wir jetzt mal Zack. Man muss halt nach Möglichkeit, also zumindest ist das so meine Meinung, immer zwischendurch das Wasser auffüllen, wenn gerade wirklich Zeit ist. Weil man sonst im denkbar ungünstigsten Moment gegen so ein Ding läuft und sich nicht mehr bewegen kann, was ein bisschen blöd ist. Da haben wir genug Platz, um auszuweichen. Da dürfen wir in die andere Richtung durchaus auch genug Platz haben, um auszuweichen. Ich will halt vermeiden, mein Wasser leer zu machen, damit eben genau das nicht passiert. Dass ich diese Wasservorräte auffülle, wenn es gerade ein inopportuner Moment ist. Ja, ist eine sehr gute Idee. Die Attacke ist so strong, da mache ich nichts gegen. Huch. Hier bin ich. Habt ihr gesehen, dass der sein eigenes Symbol als Kettchen umhat? Das ist mir gestern Abend gar nicht mehr so aufgefallen. Haha, Noob. Noob, Noob. Ja, Noob, Noob. Müsste Faustschlag kommen, genau. Hui, hui. Kurz auftanken. Hüpp. Laser. Laser. Und Tennisball. Laser, Laser, Tennisball. Och nö. Nicht, och nö. Nicht 1500 Raketen auf einmal. Och, Alter. Ich hasse diese Raketennummer, die ist so ätzend. Vor allem, wenn er die zwei miteinander spammt, dann ist da so wenig Raum, auf dem man noch ausweichen kann. Juhu, yay, Jubel. Dass ich damit gestern Abend so viel Probleme hatte, verstehe ich gar nicht. Oh, oh no. Ja. So, jetzt wird's nochmal spannend. Oh, 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 oh. Ja, da konnte ich schon nicht mehr ausweichen. Puh. Ah, der fängt hier hinten an zu schießen. Das, ich dachte schon, was schießt der da hinten mit seinem Laser rum? Das bringt ihm da doch gar nichts. Ja, Laser du mal. Nein, 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 ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass er viel, viel netter ist als gestern Abend. Gestern hat er viel öfter Raketen gespammt. Genau das da. Ah! Fuck. Und jetzt? Och nö, da war ich doch weggelaufen. Menno. Diese riesigen Lasersalven sind so ätzend, ey. Das war doch schon so schön. Das hatte so viel Schönes, meine lieben Freunde. Ich habe ihn sogar schon mal getroffen in seiner letzten Form. Na gut. Ihr müsst euch jetzt beim Zuschauen auch denken, so, Alter, der stellt sich wieder an, der Ente. Der Ente finde ich ist auch mal ein schöner. Yep. Ja, komm. Oh oh. Ich will da nicht runterfallen. Ja, heiß. Habe ich schon mal erwähnt, dass er den Winkel von diesen Dingern anpasst und dass mich das beim ersten Mal völlig aus dem Flachs gebracht hat. Aus dem Flachs gebracht hat. Ist auch genau
die perfekte Formulierung dafür. Ja, super duper. Feuer ist schwieriger als die grünen Kugeln. Denn Wasser benutzen ist an dieser Stelle echt nicht so klug. Ist ja immer noch dran. Sehr gut. Also grundsätzlich ist halt das, was mich am allerwenigsten, oh fuck, ja. In dieser Stelle kann es halt dieses blöde Wasser aufladen. Beziehungsweise natürlich kann ich das, aber es ist halt, es verkackt einem jedes Mal so eine Ausweichstrategie, wenn man dann aus Versehen in so ein Ding reinläuft und stehen bleibt. Nee. Ey, ich hab Wasser gedrückt. Das hat er nicht so schnell gemacht wie normalerweise. Da konnte ich nichts für. Shit. Den Treffer wollte ich nicht kriegen. Kacke. Also ich meine, natürlich will ich keinen Treffer kriegen, aber bei dem fühle ich mich jetzt auch noch ungerecht behandelt. Denn ich habe eigentlich ja die Taste gedrückt. Egal. Laser. Ja. Ja, sehr gute Idee. Das solltest du öfter machen. Tennis. Fuck, Ball. Ach nee, nicht Raketen, nicht Laser. Ich habe vorhin irgendwann mal Raketen kaputt gemacht und ich weiß nicht wie. Och nö, ey, ist das jetzt euer Ernst hier? Och nö, nö, nicht Double Rockets. Ja, fuck. Der läuft nicht, der Versuch. Oh, ich hasse Triple, Double, Mega, Super Doom Rockets, ey. Ja, an den Ball komme ich nicht ran. Oh toll, ich habe Wasser aufgeladen. Nö, jetzt macht er wieder. Oh, ich dachte, jetzt macht schon wieder Double Rockets. Na also. Ja, nee, skip. Warum kann ich das nicht mehr skippen? Ah, jetzt. Hilfe. Oh oh, hier ist nicht viel Platz zum Ausweichen. Och nö, jetzt. Na, toll. Och nö, jetzt kommt er auch noch mit den Rockets an. Ja, da kann ich. Ja, das war unmöglich, da auszuweichen. Ja, das war. Nee. Da war mindestens. Also den hätte ich ausweichen können, aber da war mindestens eine Stelle, wo man nicht mehr ausweichen konnte. Durch mein dummes Positioning und, och Alter, ich will diesen Bossfight nicht mehr machen und ihr wollt ihn wahrscheinlich auch gar nicht mehr sehen. Ihr wollt wahrscheinlich das Ende des Spiels endlich sehen und denkt euch, Alter, du Noob, ups. Noob. Oh fuck. Man mag es nicht glauben, auch kleine Sonic-Elefanten steuern sich hin und wieder etwas träge. Und dann darf man auch nicht echt im geringsten Moment die falsche Taste drücken. Man darf sich hier echt überhaupt keine kleinen Fehler erlauben. Also wirklich gar nicht. Und aus irgendeinem Grund, witzigerweise. Aus irgendeinem Grund, witzigerweise, fand ich aber die Biene immer noch schwerer. Obwohl ich die Biene, glaube ich, in weniger Versuchen besiegt habe. Aber das lag nicht so unbedingt daran, dass die Biene leichter war, sondern dass die Biene auch einfach weniger Leben hatte. In dieser Form hat er einfach, muss man ihn einfach so unglaublich oft auch treffen, dass der Bossfight länger dauert. Die Biene hatte, glaube ich, 6 Treffer oder so. Oder 5, keine Ahnung, hab nicht gezählt, aber es waren auf jeden Fall nicht so viele. Und er hat halt einfach 6 für jeden, also 3 für jeden Arm, dann nochmal 3 ins Gesicht mit diesen blöden Bomben und dann das Ganze wahrscheinlich noch mindestens 3-mal. Keine Ahnung, wie oft es in die letzte Stufe geht, ich hab's ja noch nicht geschafft. Zack. Das Problem an der letzten Stufe ist, dass man zumindest bei der letzten Stufe oft genug im Moment hat, wo man ihm gar keinen Damage machen kann, selbst wenn man wollte.
Und er spammt halt diese Bomben ja auch relativ selten. Die kommt ja immer nur so jede dritte Attacke. Und, also das hier. Und, ach nö. Da in der Mitte, zack. Und manchmal hat man gar keine Gelegenheit, sinnvoll an diese Bälle ranzugehen. Und dann, ich mag diesen, man mag hier diese Bosskämpfe nicht ewig in die Länge ziehen, wie gesagt. Bullet Hell und so. Da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und auf zur Andros-Phase. Wer nicht weiß, wer Andros ist, müsste mal googeln. Andros mit Doppel-S, achso. Ja, da war schon wieder die Möglichkeit auszuweichen nicht drin. Also technisch gesehen nicht möglich. Bomben. Da ist der Ball. Bomben, da ist der Ball. Oh, ich hasse Raketen. Ist hier genug Raum, nach links auszuweichen? Ja, reicht das auch für die Raketen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, aber ich komme nicht an den Tennisball. Das sieht gut aus an dieser Stelle. Nee. Ich dachte, er macht... Ja, sehr gut. Oh nee, den kriege ich nicht. Oh, ne? Das ist halt auch das Problem, wenn der Boss dann seine... Die einzige Methode, ihn zu besiegen... Fuck. In den Abgrund spammt, dann kann ich da relativ wenig bei tun. Okay. Nicht unbedingt worth, aber was soll's. Oh fuck. Ja, nein. Ja, fuck. Und man weiß halt nicht, ob er Raketen spammt oder den Laser. Wenn er Raketen spammt, ist es eigentlich dumm loszulaufen, weil man dann weniger Platz hat, um den dann meist danach folgenden Laser zu auszuweichen. Ah! Also ich glaube, wenn das jetzt so weitergeht, wird meine Festplatte volllaufen, denn so viel Speicherplatz habe ich nach der gestrigen Aufnahmesession gar nicht mehr. Wenn das weitergeht, nach diesen 5 Leben hier, werde ich mal cutten. So leid es mir tut, ich mache das nicht gerne bei solchen Sachen, aber tja, ihr wollt ja auch nicht sehen, wie ich hier 100 Mal gegen diesen Boss kämpfe. Vor allen Dingen, weil wir die erste Phase mittlerweile ja echt relativ gut drauf haben. Und da eigentlich auch so viel Spannendes echt nicht passiert. Das ist mehr so diese zweite Phase, wo dann irgendwann die Bullet Hell anfängt. Also ich meine, hier ist es eine kleine Bullet Hell mit süßen Versuchen einer Bullet Hell. Aber, ja. Und ich weiß, es gibt Bullet Hell Shooter, die sind viel, viel schlimmer und da ist viel mehr los und das ist eigentlich ein Witz verglichen mit dem, was ihr jeden Tag spielt. Aber es ist schwer genug. Trust me, I know what I'm doing. Hui, ey. Och nö. Jetzt kriege ich aber hier gleich die Krätze. Hi-ha, hu. Zack. Was ich aber auch jedes Mal in der ersten Phase irgendwann mal so einen Treffer abkriege, ne? Und den auch irgendwie aus Dummheit mir immer mindestens einen Treffer gefangen habe bisher. Vorrangig, glaube ich, ein bisschen, weil ich auch zu ungeduldig bin und weil ich gerne hätte, dass diese erste Phase mittlerweile halt schneller vorbeigeht, weil wir ja eigentlich nichts Spannendes mehr erleben. Also nichts, was wir nicht schon mittlerweile zigmal gesehen hätten. Hep, aber ja. Und nochmal, komm. Aber tu dir nicht weh. Och. Ich sagte, tu dir nicht weh. Oh, fuck. Ich bin einfach auch zu dumm, oder? Ein bisschen bin ich das, ja. Da kommt ein Tennisball auf dieser Stelle. Laser. Laser. Und jetzt kommen wieder Bomben. Och nö, nicht Raketen. Ja, da komme ich nicht hin. Also da komme ich schon hin, aber... Da komme ich auch nicht hin. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das finde ich dann immer so ein bisschen albern Design, wenn der Boss nur sehr selten seine Weak Spots spawnt, so wie hier halt, und dann regelmäßig durch bestimmte Aktionen des Bosses einem diese Weak Spots versaut werden. Also man an diese Weak Spots nicht rankommen kann.
Hier vorrangig Raketen. Huch. Oh, nee. Raketen. Ach, toll. Na, ja, nicht stehen bleiben. Tempo hier nicht stehen bleiben. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, nein. Ah, ist egal. Ja, das ist halt das. Den Lasern ausweichen kann man nur, wenn man fast bis ans Ende der Plattform läuft. Und dann kommen die blöden Fuck-Tennisbälle. Man kann die Bomben auch kaputt machen. Gut, das zu wissen. Ja, das läuft. Läuft richtig gut gerade. Mit Bande. Ich laufe manchmal aber auch ein bisschen zu spät los. Das liegt daran, dass ich gerne die... Ich glaube, ich habe ihn noch nie zweimal hintereinander getroffen. Dass ich gerne die Raketen halt dodgen will. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein! Oh Gott. Ich dachte gerade, da wäre ich tot. Oh Gott. Das ist jetzt wieder eine Nummer, wo er gleich seine Bomben spawnt und ich nicht ran kann, genau. Shit, ja. Das war, ne? Der Klassiker. Rechts kommen Raketen, rechts kommt der Laser, du musst nach links laufen und dann spawnt er ganz rechts in die Raketen und den letzten Explosion vom Laser nochmal den Ball rein. Das ist nicht so geil, werter Herr Andros. Phantom. Ich glaube, ich dachte eigentlich ehrlich gesagt, ich wache heute Morgen auf und mache dann den Bossfight in so zwei Versuchen oder so. Und ich habe nur, oh Gott, ich habe nur gestern Abend einfach verkackt, weil es dann doch so spät war und dachte, ich schneide euch das hinten an die 20-Minuten-Folge dran. Tempo rendert relativ lange, warum auch immer. Es ist jetzt nicht so das grafisch anspruchsvollste Spiel, aber die Tempo-Folgen rendern trotzdem alle so über anderthalb Stunden rum. Selbst die etwas kürzeren rendern immer noch relativ lang, aber insofern werde ich das vielleicht doch auf zwei Folgen aufteilen müssen. Denn wenn ich hier schon wieder sehe, wie lange ich hier an diesem Bossfight sitze, dann denke ich, dass das sonst eine riesen Folge unter Teil wird. Ja, so wird's sein. Ihr werdet wieder zwei Folgen nur Bossfight sehen. Hehe. Ja, schön, ne? Genau das, worauf ihr Bock habt. Da bin ich mir sicher. Bada, 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 bada. Das Schlimme ist, ich mag Tempo vom Feel her und vom Look her einfach auch. Und es sind halt auch so viele lustige Elemente. Also ich meine, das ist jetzt sicher nicht das Jump'n'Run, das Genre-Maßstäbe setzt oder so, aber es ist irgendwie ein süßer Stil, die Grafik ist nice, das Feeling ist an sich ganz gut, bis auf die Kleinigkeit mit dem Sprung-Dash, also dem hier, den ich immer falsch mache und dann verliert man so ein bisschen die Kontrolle. Aber ja, also insgesamt ein schönes Spiel und macht auch Spaß, aber Herr Jemine sind da Stellen dabei, die sind echt knackig. Hui! Wobei, ein bisschen Herausforderung ist ja auch gut. Ich meine, heutzutage gibt es ja genug Spiele, die sind so weich gewaschen, dass man da, dass man da gar nicht mehr probieren muss. Oh, das ist auch schön. Hi. Achso, halt. Zack. So. Gib mir Tennisbälle. Ich dachte, da kommt eine Rakete. Wieso habe ich da gedacht, da kommt eine Rakete? Weil da jetzt eine Rakete kommt. Wenn es denn nur eine wäre. Ja, da komme ich nicht ran. I hate Rocket. Jetzt kommt wieder der Ball an einer Stelle, wo ich nicht ran, obwohl... Ah, fuck. Und dann kriege ich ihn noch nicht mal. Jetzt kriege ich einen Ball. Zack. Und wieder einen Ball, den wir nicht kriegen können. Obwohl. Ah, gut. Passt. Ich habe es noch nicht einmal aus der ersten Bossphase geschafft, ohne einen kompletten Treffer ohne zumindest einen Treffer abzukriegen, ne? Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, da komme ich nicht mehr weg. Dann habe ich die Auswahl zwischen in Raketen oder Laser reinlaufen. Sehr schön. Ah, ich dachte, der zweite wird wenigstens ein Laser, du Kackarsch.
Hui! Da hat er zwei Treffer. Weit weg von den Raketen, damit wir vielleicht den Tennisball... Ja! 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 Hat mich ja nur wieder 5 Versuche und 20 Minuten gekostet. Holy shit. Evil Explosion. Juhu. Jetzt belohnt mich wenigstens mit einer coolen Cutscene. Crash. Oh nein! Kann ich etwas sehen? Da ist Tembo an seinem Peanut-Helikopter. Den Bananenvogel. Back to Peanut City. General. Sieh mal her. Elephantus Bellator. Wir haben dir ein Denkmal errichtet. Yeah, Bro-Fist und Bro-Rüssel. Und da fliegt er in den Sonnenuntergang wie ein einsamer Cowboy. Okay, ihr kennt das Spielchen schon. Ich lasse euch bei den Credits ganz kurz alleine und wir sehen uns dann beim Titelscreen wieder, wo ich ein kurzes Feedback zum Spiel gebe. Bis gleich! Oh, wie schön, da gab's nochmal das Ende mit den beiden Elefanten. Wir gehen nochmal in den Mainscreen, weil da die Musik nicht so laut ist. Okay, hier ist die Musik auch laut. Im Zweifel muss ich sie im Video an dieser Stelle einfach runtercutten. Okay. Ach, fuck, ich darf doch nicht springen. Oh, wisst ihr, was wir machen? Komm, wir machen das Feedback, während ich nochmal in die erste Welt reingehe. Und ein paar Worte sage. Da haben wir alles gefunden. Gehen wir dann in die zweite. Nee, ich fand die erste schöner. Aber da können wir noch was finden. Nehmen wir die, da haben wir nur 7 von 10 Zivilisten. So, da laufe ich jetzt noch ein bisschen durch und nebenbei erzähle ich also mein Feedback zu Tembo. Ja, wir haben Tembo jetzt nach... Oh je, ich müsste nachgucken. Insgesamt haben wir Tembo in, keine Ahnung, wahrscheinlich so circa, ich würde sagen 20 Folgen durchgespielt. Das sind, glaube ich, 4 Stunden insgesamt auf dem Timer. Wir haben auch, ich sag mal, das meiste gefunden, sicherlich nicht alles, aber wir haben einiges gefunden. Also wir haben nicht alle Zivilisten befreit und ich werde jetzt auch nicht mehr alle Zivilisten befreien, da habe ich gerade gar nicht so die Lust drauf. Und, achso, das wäre die Alternative für die, die hier zu doof sind. Ja, also wir haben, denke ich, im Spiel alles gezeigt, was es so großartig zu zeigen gab. Und ich hoffe erstmal natürlich, dass euch das Projekt auch gefallen hat. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es nicht immer ganz so geklungen hat. Das Spiel ist an sich ein ganz nettes, solides Jump'n'Run, ohne jetzt irgendwelche Schnörkel, würde ich das nennen.
Es wird stellenweise schon schwierig, finde ich. Also es hat sicherlich nicht den leichtesten Schwierigkeitsgrad aller existenten Schwierigkeitsgrade. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Oh, witzig, ich habe schon einen Zivilisten verpasst. Da kann man dann drüber streiten, ob man das schlimm findet oder nicht. Ich persönlich finde das nicht so super schlimm. Auf der anderen Seite kann es für Leute, die nicht so Jump'n'Runs nicht so oft spielen, kann das, glaube ich, schon frustrierend sein, das Spiel. Und da müssen dann die Leute, die entsprechend, also wenn ihr das nochmal selber spielen wollt, müsst ihr selber gucken. Ist jetzt auch nicht so eine reichhaltige Story, dass man das nicht selber nochmal spielen kann. Wenn ihr Bock drauf habt, gönnt's euch, ist ein schönes Spiel, kann man auf jeden Fall mal machen. Und macht Spaß, aber ihr müsst auch wissen, ob ihr frustresistent seid und ob ihr an manchmal stellenweise doch zwischen grenzwertig zwischen unfair und schwer rangierenden Schwierigkeitsgraden noch Spaß habt. Denn das ist Tempo, stellenweise ist es das schon. Das muss man mal so sagen. Fuck, ich habe die Kugel nicht mitbekommen. Also stellenweise ist Tempo einfach nicht mehr fair. Das ist so. Bestes Beispiel war so der Bossfight vorhin, wo ich mehrfach gesagt habe, ich kann jetzt den Gegner gar nicht angreifen. Denn es ist technisch gerade gar nicht möglich, weil da so viele Geschosse sind. Also ich kann den Gegner, wenn überhaupt, nur dann angreifen, wenn ich in ein Geschoss von ihm reinlaufe. Und das ist halt, nicht so toll. Auf der anderen Seite hat das Spiel einige sehr schöne Levels gehabt. Die Zappoland-Level haben mir besonders gefallen. Die waren echt schön, die haben mir Spaß gemacht. Die hatten eine geile Musik. Ich habe die Zappoland-Musik gefeiert. Und der zweite Phantom Dome ist zum Beispiel ein Paradebeispiel der Levels, die ich nicht so gemocht habe. Denn der zweite Phantom Dome war der, wo wir das erste Mal diese Strom-Elektro-Todesbarrieren auf Tod fanden. Und mein Gott, sind die... Also die ersten gehen noch, aber die zweite oder dritte davon, werden dann echt schwer. Also, ja. Wenn ich dem Spiel ein Rating auf einer Entenskala geben müsste, machen wir mal so eine Prozentskala von 0 bis 100%, das wollte ich, danke. Dann würde ich... mal überlegen, wo würde ich das denn ansiedeln? Also es ist auf jeden Fall kein 90-100-1000% Spiel, das so toll ist, dass man es unbedingt gespielt haben muss in seinem Leben. Aber es ist auch kein schlechtes Spiel. Ich würde sagen, wenn man das Endrating bitte als echtes Rating beachtet und nicht einfach jedes gute Spiel hat 90% und jedes schlechte 30%, würde ich das Endrating so setzen, dass man sagen könnte, ja, ich denke mal so im Bereich 70, vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht so, ja, irgendwo zwischen 72 und 75 würde ich es ansiedeln. Ich müsste dafür nochmal überlegen, wo genau die... Also dafür müsste ich, um es perfekt einzuschätzen, müsste ich die Position der Zivilisten mir angucken, wie schwer das ist, jetzt noch alles zu finden an Secrets. Aber ich denke, so eine 70er-Score, ein bisschen positiver als eine 70er-Score, wird dem Spiel schon gerecht. Und ja, macht auch ganz gut klar, wo die Stärken und Schwächen des Spiels liegen. Also es ist halt stellenweise echt nicht mehr fair. Das ist leider eine Schwäche des Spiels oder zumindest ist knapp dran, also gefährlich nah am nicht mehr fair dran. Und das ist halt die Hauptschwäche des Spiels und so viel Spaß es auch macht, hier alles zu zerstören und durch Hochhäuser zu fliegen, ist es halt dann doch auch nicht das längste Spiel, das muss man auch so sagen. Das sind aber so die einzigen kleineren Sachen, die mir einfallen. Dafür macht es Spaß, hat eine süß erzählte Storyline. Wenn ihr jetzt meine persönliche Empfehlung als Jump'n'Run-Fans mit gewisser Frustresistenz hören wollt, wartet, bis es vielleicht mal in Steam auf dem Sale ist und ein bisschen weniger kostet. 13,99 kostet es, glaube ich, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich laufe erstmal in den Erstbesten richtig doof rein. 13,99 kostet es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich denke, ein bisschen Geld ist das Spiel schon wert, aber ein bisschen weniger vielleicht. Also ich würde jetzt... nachdem ich es durchgespielt habe, würde ich dem Spiel sagen, also so alles ab 8,99 ist es wohl wert, also so 9 Euro, knapp unter 10, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall machen. Dafür ist es dann, das war ja auch gewollt. Ich wollte eigentlich davor landen, aber das ist dann wieder dieses, wenn man rollt, kann man den Elefanten nicht mehr kontrollieren. Oder nur sehr schwer oder sehr schlecht kontrollieren. Naja, auf jeden Fall, also ich würde sagen, so einen Preis von 9 Euro kann man dafür auf jeden Fall bezahlen. Und ist es auf jeden Fall wert. Und wenn es euch um Jump'n'Run Spaß geht, gibt es ja relativ wenig gute klassische
2D-Sidescroller, die man aktuell so spielen kann. Und da ist Tembo eine willkommene Abwechslung für mich und auch für euch, denke ich. Gut, wir zerstören dieses Hochhaus, essen ein bisschen Herz und ich würde sagen, wir haben jetzt Tembo zur Genüge durchgespielt und haben uns lang genug auch mit dem letzten Boss rumgeschlagen. Und ich habe auch die Befürchtung, dass meine Festplatte gleich vollgelaufen ist bei dieser Aufnahme. Aber ja, ich würde sagen, liebe Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich dafür, dass ihr Tembo gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Projekt. Würde mich freuen, wenn ihr Freude am Projekt hattet, dass ihr ein kleines Dankeschön in Form eines Likes, eines Kommentares und oder eines Abos dalassen würdet. Das wäre geil. Wenn nicht, dann nicht. Dann war das Projekt scheinbar nicht gut genug. Aber würde mich freuen und ja. Alter, wie ich hier wieder die ganzen Zivilisten verpasse, die ich vorher auch verpasst habe. Das ist ja der Shit. Wo sollen die denn sein? Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich freue mich, wenn ihr bei einem anderen Projekt, jetzt aktuell läuft auf dem Channel L.A. Noir, und ich gehe jetzt nochmal drüben und gucke, ob ich noch irgendwo Zivilisten finde. Da unten ist einer, oder? Nee, das ist der... Ach, ich kann noch nicht mehr zurück, schade. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr zu einem anderen Projekt wieder einschaltet. Und bis dahin, liebe Leute, bin ich die Zementente. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich sage ciao, ciao. Und im Falle von Tembo the Baddest Elephant sage ich auch, ich bin raus.